Hallo, ich bin der Felix, Azubi bei der Notebook-Werkstatt von IPC Computer und heute zeige ich euch einen Akkutausch bei einem Lenovo T460S. Hier nun der Akkutausch bei dem Lenovo T460S. Zuerst lösen wir die Verschraubungen hier. Diese bleiben ebenfalls im Topcase vorhanden. Deswegen nicht versuchen, mit Gewalt sie rauszubrechen, da man sonst das Topcase beschädigen würde. Nachdem man die Verschraubungspunkte gelöst hat, ist das Topcase auch schon lose, da es nicht unter den Gummifüßen noch Schrauben vorhanden sind. Danach einfach mit einem dünnen Metallwerkzeug hier dazwischen, zwischen die Hohlräume gehen und das Bottom Case abhebeln von dem Top Case. Hier etwas vorsichtiger sein, da manche Schrauben, dadurch sie im Notebook drin bleiben, etwas verschraubt sein könnten noch und danach einfach das Bottom Case abheben. Um den Akku zu lösen, lösen wir diese Schrauben und können den Akku danach dem Notebook entnehmen. Nachdem man die Schrauben gelöst hat, zieht man an zum Beispiel einer dieser Verschraubungspunkte etwas nach oben und kann damit den Akku aus seiner Verankerung hier lösen. Dieses Gerät hat auch einen zweiten Akku, der befindet sich an der oberen Hälfte. Hier auch gerade die zwei Verschraubungspunkte lösen. Hier bitte nicht die Schrauben vermischen, da diese eventuell unterschiedliche Längen haben könnten und dann, falls man die längere Schraube in das falsche Loch dreht, dass es dann beim Topcase wieder rauskommt. Bei diesem Akku ebenfalls den Akku an der Lasche anheben und ihn aus dem Steckverbinder mit etwas Gefühl herausholen. Der ist hier oben etwas eingeklebt und deswegen könnte es manchmal hakeln, aber mit den zwei Schrauben ist er draußen. Danach den Ersatzakku wieder in der anderen Reihenfolge einsetzen. Den oberen Akku mit diesen zwei Laschen hier einsetzen und den unteren Ersatzakku mit diesen zwei Punkten hier einsetzen. Gerade etwas angewinkelt hineinschieben und in den Steckverbinder drücken. Das war der Akkutausch bei einem Lenovo T460S. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Falls ihr Schwierigkeiten hattet, könnt ihr auch gerne einen Kommentar schreiben.